Hochdeutsch. Hier hat sie gelebt. In einer ländlichen Gemeinde, nicht weit entfernt vom Genfer See. Ein ruhiges Leben, eine liebevolle Familie, ein Leben ohne größere Ereignisse. Adeline wurde 34 Jahre alt. Jetzt ist sie nicht mehr da. Und doch so präsent in den Herzen jener, die sich am 10. September versammeln, um ihrer zu gedenken. Die Emotionen sind so stark wie am ersten Tag, auch nach 10 Jahren. Man hat uns unser Licht des Lebens genommen. Seither leben wir in Traurigkeit. September 2013. Die Sozialtherapeutin Adeline Morell begleitet einen Häftling auf Freigang. Der Mann wurde wegen 2 Vergewaltigungen verurteilt. Sein Name? Fabrice A. Das Ziel des Ausflugs? Eine Reittherapie. Unterwegs halten sie an einem Geschäft. Fabrice A. hat einen Hufkratzer bestellt. Doch letztlich ist es ein Messer, das er kauft. Gemeinsam mit Adeline macht sich der Häftling wieder auf den Weg zum Reithof. Dort jedoch kommen sie nie an. Der Ausflug endet am Rande eines Waldes. In den Ermittlungsakten steht, was dann geschah. Sie fuhren zu einem verlassenen Haus. Als Adeline merkte, dass etwas nicht stimmte, griff sie nach ihrem Handy. Er tauchte hinter ihr auf und hielt ihr das Messer vors Gesicht. Zweimal sagte sie nein. Fabrice A. sagte ihr, dass er ihr nicht wehtun, sondern nur aus dem Gefängnis flüchten wolle. Später, während der Beweisaufnahme, erklärt Fabrice A.: Ich habe sie an einem Baum gefesselt, sitzend, die Arme nach hinten. Irgendwann ging meine linke Hand wie von selbst nach unten. Ich habe sie angesehen. Es war wie ein schwarzer Schleier. Dann hat meine Hand sich selbstständig gemacht. Adeline wird am nächsten Tag mit durchgeschnittener Kehle aufgefunden. Die Schweiz steht unter Schock. 4 Monate zuvor hatte ein rückfälliger Krimineller eine 19-Jährige ermordet. Und jetzt Adeline. Einmal mehr Horror und Entsetzen. Diesmal mit einem anderen Vornamen. Der Fall Adeline ist nicht nur der Fall Adeline. Es ist der Tod einer Mutter, einer Lebensgefährtin, einer Tochter, einer Schwester. Das sage ich immer wieder, wenn man vom Fall Adeline spricht. Denn letztendlich ist es viel mehr als das. Jedes Jahr am 14. März backe ich ihr einen Geburtstagskuchen. Das mache ich weiter, auch seit sie gestorben ist. Es nützt nichts. Man muss nach vorne schauen, koste es, was es wolle. 10 Jahre sind eine lange Zeit. Wir vermissen sie seit 10 Jahren. Aber dafür wachsen die anderen Kinder und die Enkelkinder heran. Das ist es, was uns den Rhythmus der Jahre vorgibt. Wir haben 4 Enkelkinder. Aber es ist so, dass eins von ihnen keine Mutter mehr hat. Adelines Partner Juan hat seine Frau und seinen Lebensentwurf verloren. Das war ein Bruch in meinem Leben. Alles wurde auf den Kopf gestellt. Ich hätte mir nie vorstellen können, meine Tochter ohne Mutter großzuziehen. Oder dass meine Frau unter solchen Umständen sterben würde. Dass ich ihre Eltern... Les parents d'Adeline.
kann nicht mehr sprechen. Das alles war unvorstellbar. Ich habe mir auch nicht vorgestellt, dass ich meine Karriere aufgeben würde, eine neue Welt aufbauen, um das alles zu überleben. Das alles habe ich mir niemals vorstellen können. Juan schreibt an seiner Geschichte. Sein Buch, die Verarbeitung des Erlebten. Es gibt die Trauer, daran arbeite ich. Aber es ist die Art und Weise, wie sie gestorben ist. Man hat sie gedemütigt. Sie starb unter unwürdigen Bedingungen, unter den Augen von jemandem, der es genossen hat, ihr beim Sterben zuzusehen. Er hat sich diese Szene immer wieder vorgestellt und alles geplant. Sie ist allein einen schrecklichen Tod gestorben. Fabrice A. wurde 2017 zu lebenslanger Freiheitsstrafe und ordentlicher Verwahrung verurteilt. Es fällt mir schwer, ihn als Menschen zu bezeichnen. Er ist kein Mensch. Er ist böse. Er ist der Teufel. Wir werden immer noch davon heimgesucht, wie sie gestorben ist. Sie hat die Verkörperung des Bösen erlebt. Das ist es, was uns verfolgt. Fabrice A. Ein Monster? Der Mord an Adeline hat... Beide Varianten der Darstellung sind natürlich korrekt, ne? Man kann ihn darstellen als Monster oder man kann einfach sagen, er ist krank, ne? Geht beides. Je nachdem, ob man den freien Willen anerkennt oder nicht. Was gucken wir? Wir gucken einen 50-minütigen Beitrag, in dem es eigentlich darum geht, wie man jetzt ethisch über das Problem nachdenken und diskutieren möchte, wie man mit krassen Straftätern eigentlich umgeht, wenn die jetzt zum Beispiel rückfällig werden. Und hier haben wir jetzt den Fall, dass das so ist. Die Debatte über rückfällige, schwere Straftäter neu entfacht. Wer sind diese Personen? Ist es vorstellbar, dass sie jemals wieder freigelassen werden? Und vor allem, wie ticken sie? Das ist eine grundlegende und schwierige Frage in der Psychiatrie, dieser Gegensatz, den die Engländer mad or bad nennen. Panteleimon Giannakopoulos hat Fabrice A. nicht begutachtet, aber er ist eine Autorität in der Psychiatrie, insbesondere im Bereich der psychischen Störungen von Straftätern. Man kommt auf diese Frage zurück, die menschlich und verständlich ist. Ist jemand böse oder verrückt? Für den Menschen ist es schwierig, sich vorzustellen, dass jemand böse sein kann, ohne psychisch krank zu sein. Ist Fabrice A. also verrückt oder böse? In den psychiatrischen Gutachten, die nach dem Mord an Adeline von Fabrice A. erstellt wurden, wird ein Mann beschrieben, der von seinem Hass auf Frauen und seinem Kontrollzwang beherrscht wird. Einige Sätze. Maria, ja, genau, die Gesellschaft will bestrafen. Das ist im Moment unser Dogma, ne? Wir haben das Dogma des freien Willens und unser Justizsystem ist ein Bestrafungssystem. Und die Lüge, die erzählt wird, ist, dass die Bestrafung eine abschreckende Wirkung hat. Wir können nicht beobachten, dass das der Fall ist, ne? Im Gegensatz sozusagen kann man eigentlich so das Gegenteil aus Sozialexperimenten messen. Aber ja. Sätze des Mörders geben Aufschluss über seine gespaltene Persönlichkeit. Am Tag des Mordes war ich Mr. Hyde. Heute bin ich Dr. Jekyll. Ich war krank genug, um sie zu töten und bin gesund genug, um es zu bereuen. Am Tag der Tat, als er Adeline fesselt. Das Ziel war, bei ihr eine Panik auszulösen. Ich wollte durch ihre Angst Kontrolle über sie erlangen. Adeline war unter seiner Kontrolle. Warum also sie töten? Weil sie meine Fantasie beflügelt hat und ich diese mörderischen Impulse hatte. Das, was ich getan habe, macht man nur, wenn man ein Sadist ist. Maria, ich habe noch eine Klick-Empfehlung für dich. Die Experten nehmen das Leben des Mörders unter die Lupe.
Sie treffen sich mit ihm, befragen seine Angehörigen und Bekannten, nehmen Einsicht in seine Strafakten. Ihre Diagnose? Fabrice A. hat eine ausgeprägte Neigung zu Sadomasochismus und weist starke Psychopathen. Kokolores, Johnny, ja, es geht immer um den Versuch, eine Art Gerechtigkeit herzustellen, richtig. Und das Ding ist, in uns ist angelegt, dass wenn wir sehen, wie jemand, den wir als böse betiteln, bestraft wird, dass wir dann Dopaminausschüttung haben. Das Experiment wurde sogar schon an Kindern und an Primaten Primatenkindern sozusagen durchgeführt und überall dasselbe Ergebnis. Mit der Nebentatsache, dass wir im Gegensatz zu den Primaten sogar Bestrafung höherer Ordnung gut finden. Das heißt, wenn wir nur beobachten, dass jemand anders sich scheiße verhält gegenüber jemandem anderen und dann sehen, wie ein Externer kommt und den bestraft, dann kickt das bei uns auch das Dopamin rein. Und es gibt andere Experimente, also das ist nun mal, das ist ein Bestand, der ist nun mal gegeben. Ne? Wir haben ein befriedigendes Gefühl sozusagen, wenn wir diese Rache quasi live miterleben. Und die Frage ist, wie geht man damit um als Gesellschaft? Ne? Es gibt sozusagen einen Willen in der Crowd, in der Bevölkerung, Bestrafung zu sehen. Und Robert Sapolsky argumentiert im Buch hier, ich zeig's nochmal in die Kamera, ich hab's durchgelesen jetzt. Er argumentiert mit der Tatsache, dass was eigentlich mehr reinkickt, und das ist sozusagen, kommt aus den Experimenten raus, die gemacht wurden, die Opfer, denen geht es hinterher nicht besser, wenn die Bestrafung durch ist. Also sagen wir mal Todesstrafe oder so. Den Opfern geht es damit nicht besser. Das Einzige, was den Opfern hilft, und das klingt jetzt sozusagen hardcore, ist, wenn sie sich mit dem Täter hinsetzen, der Täter alles zugibt, was er getan hat, wobei er automatisch Reue empfinden muss, es sei denn, er ist psychisch krank. Und die Opfer sich automatisch dabei, wenn sie das tun und dem zuhören, sich automatisch versuchen, also das passiert dann automatisch, sie versuchen sich in den Täter reinzuversetzen. Und das ist ein sehr schmerzhafter Prozess, aber dieser Prozess hilft sowohl dem Täter bei der Resozialisierung als auch bei den Opfern, besser mit der Tragödie umzugehen. Das ist zumindest das, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Buch. Ne? Ich werde das garantiert irgendwann nochmal in einem Video ordentlich verarbeiten mit einer Quelle und so. Aber das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das ist die Erkenntnis für mich aus dem Buch. Und ja, das ist interessant, ne? Aber ja, wir leben ja im Moment sozusagen in dieser vulgären Pseudomoral von irgendwelchen Christen, die von vor 1000 Jahren ist und so. Und das ist, da geht das alles noch nicht. Ne? Da geht es noch um Bestrafung und das Modell der bösen Absicht und diesen ganzen Schwachsinn, der was damit zu tun hat, dass die sich da irgendwas herbeifantasieren, dass wir einen freien Willen haben und so einen Schwachsinn. Pathische Züge auf. Fabrice A. hat eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. Was man als dissoziale Persönlichkeit bezeichnet, sind Menschen, ja, Richter, also richtig. Das Problem ist natürlich, wenn Täter das nicht machen. Ne? Also ich nehme mal an, so ein kompletter Vollassi wie der Breivik, der wird sich zu sowas nicht hinreißen lassen. Ne? Aber ich glaube, die haben doch in, wo waren das? War das in Schweden? Irgendwo da oben, da ist es doch so, die haben lebenslänglich, bei denen ist irgendwie 20 Jahre oder so. Das heißt, wenn man Mord begeht, egal wie hoch der Mord ist, man kommt nach 20 Jahren wieder frei, so wie Varg Vikernes. Und Breivik wird wahrscheinlich nicht freikommen, sondern irgendwie betreut oder so, denke ich mal. Aber auch da ist das Justizsystem nicht härter als bei, bei anderen Leuten. Und das ist interessant, ne? Also, und es gab da auch Untersuchungen, so von wegen Volksbefragungen, was jetzt sozusagen die Leute bei so einem Extremfall wie bei Breivik, wie die das sehen. Und auch da war ein erstaunlich großer Prozentsatz, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, das weiß ich nicht mehr, dagegen, ihn irgendwie noch härter zu bestrafen, als die Strafe, die er absitzt. Weil die Leute davon überzeugt sind, dass Breivik krank ist. Sie gehen intuitiv nicht von diesem Modell des freien Willens aus, sondern sie gehen davon aus, der Typ ist krank. Und dann hast du eine andere Einstellung zu dieser Sache. Das ist ein kulturelles Ding. Ne?
die wiederholt im Gefängnis landen oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sind Personen, die andere körperlich oder verbal angreifen, die große Schwierigkeiten haben, sich der Gesellschaft anzupassen. Wenn sie das tun, dann nur, um einen Gewinn zu erzielen, oft auf Kosten anderer. Souvent au détriment des autres. Damit die Diagnose einer dissozialen Persönlichkeit zutrifft, muss man bereits als Kind oder Jugendlicher eine Verhaltensstörung aufweisen. Das heißt, man muss bereits in der Schule oder sehr jung mit dem Gesetz oder den Regeln in Konflikt geraten. Das ist wichtig, weil wir das als eine Art Fehler im System eines Menschen sehen, der sich dann weiterentwickelt. Wurde Fabrice A. mit diesem Fehler im Freak, System... Das Problem ist doch nicht krank sein gleich willensschwach. Das Problem ist, dass man eine völlig falsche Vorstellung von dem Konzept des Willens hat. Ich kann dir auch nur noch mal dieses Video hier empfehlen, wenn du das nicht kennst. Man muss anders über das Konzept des Willens nachdenken, bevor man darüber nachdenken kann, wie ein Justizsystem überhaupt designt werden sollte. Die Annahme, dass es einen freien Willen gibt und dass es böse Menschen gibt in dem Sinne... Die kann man wissenschaftlich gar nicht stützen. Das ist eigentlich ein zutiefst religiöser Ansatz. Das ist das Problem. Dem geboren? Wahrscheinlich ja, sagen die Experten. Jedenfalls leide er nicht an einer psychischen Krankheit im klassischen Sinne. Seine Entwicklung in einer dysfunktionalen Familie erschwert die Dinge. Maddox. Ich glaube nicht an einen freien Willen, so kannst du das sagen, ja. Es gibt einfach kein wissenschaftliches Indiz dafür, dass es einen freien Willen gibt und es widerspricht auch jeder logischen Vorstellung über die Welt. Wir leben ja in einer kausalen Welt, in der kausale Zusammenhänge existieren. In einer vollständig kausalen Welt kann es keinen freien Willen geben. Zumindest nicht so, wie wir diese Illusion des freien Willens wahrnehmen und so wie der Volksmund darüber redet, was er mit freien Willen meint. Es kann natürlich sein, dass deine Definition von Freiheit irgendwie, weiß ich nicht, Determinismus, Superdeterminismus, quantenmechanische Verschränkung und was auch immer mit einschließt und du dir dann irgendwie sozusagen eine Definition hergibst, die aber nicht mit der übereinstimmt, die jetzt sozusagen der Mensch draußen auf der Straße hat, wenn ich mit dem jetzt darüber reden würde. Seine Schulzeit verläuft holprig. Er wird zum Kleinkriminellen. Immer neue Gelegenheitsjobs. Er ist instabil und macht anderen Angst. Er verführt, geht aber nie eine Beziehung auf Augenhöhe ein. Ein Element löst bei den Psychiatern Alarm aus. Der Moment, in dem Fabrice A. Adeline tötet, löst bei ihm eine Art Orgasmus aus, eine Allmachtsorgie. Und dieses lustvolle Gefühl, so die Experten, kann Fabrice A. nur erreichen, wenn er seine Schritte... Ja, dann ist doch klar, er hat einfach nur ein völlig kaputtes Belohnungssystem und hackt sich das selber, ne? Gib mal einen Ansatz, wohin ich da denke. Ja, also du kannst mal nach dem Quarantänemodell von Dirk Perboom suchen. Oder du klickst auf das gottverdammte Video, was ich hier verlinkt habe. Aber ich rede jetzt hier nicht über sozusagen, ich mache jetzt hier keinen Vortrag zu Determinismus. Das habe ich alles geklärt auf meinem YouTube-Kanal. Wirklichen Taten aufs Neue ausführt. Das Video heißt Das Dogma des freien Willens zu Ende denken. Fabrice A. hat dies verstanden und nicht ausgeschlossen, dass er ein Serienmörder werden könnte. Später hat er diese Theorie jedoch verworfen. Die Gefahr eines Rückfalls ist somit gegeben. Es stellt sich die Frage, ob dieses Verhalten korrigiert werden kann. Die Experten sind sich einig. Beim Begutachteten ist in erheblichem und dauerhaftem Maße eine sadistische und perverse Grausamkeit vorhanden, ausgelöst durch das Gefühl der Allmacht über den anderen. Mhm. Dies macht es äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, wirkungsvolle therapeutische Maßnahmen zur Verminderung der Rückfallgefahr zu ergreifen. Es gibt also keine Therapie, die bei dem Mörder von Adeline wirksam wäre. Das erklärt das schwere Urteil, das Fabrice A. erhalten hat. Zunächst die lebenslange Freiheitsstrafe. Nach 15 Jahren wird eine bedingte Freilassung geprüft. Diese wird jedoch nur selten gewährt. Solange Adelines Mörder im Vollzug der lebenslangen Freiheitsstrafe ist, ruht sozusagen die Verwahrung. Beide Sanktionen sind unbegrenzt.
Der verurteilte Mörder kommt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nie mehr auf freien Fuß. Neben der Lebenslage. Ja, ich meine, es ist eindeutig. In einer Welt, in der man anerkennt, dass es keinen freien Willen gibt, würde man Leute, die krank sind, auf diese Art und Weise so behandeln, wie man jede andere, wie man andere Maschinen zum Beispiel behandelt, die nicht funktionstüchtig sind. Man würde ja auch ein kaputtes Auto, was nicht mehr fahrtüchtig ist oder so, oder wo die Bremse kaputt ist, würde man ja auch nicht für die Straße zulassen. Na, also. Das heißt nicht, dass man jemanden, der auf jeden Fall rückfällig wird, dann wieder in die Freiheit lässt, weil der halt einfach mal eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Langen Freiheitsstrafe wurde Fabrice A. zu der in Artikel 64 Absatz 1 des Strafgesetzbuchs vorgesehenen sichernden Maßnahme verurteilt, der ordentlichen Verwahrung. Diese muss grundlegend. Christina, der Aufwand für unser Justizsystem ist enorm hoch. Also, der ist enorm hoch. So, also, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich würde sogar argumentieren, in einer utopischen Welt, die ich mir jetzt vorstelle, wie ein Rechtssystem funktioniert, könnte man sich extrem viel Aufwand, den wir jetzt betreiben, sparen. Der Bedingungen erfüllen. Ich habe dazu zwei der Videos Täter gemacht, muss ein schweres Gewalt- oder Sexualverbrechen gerade eben haben. Erst, letzte Woche oder so. Und das Rückfallrisiko muss hoch sein. Vor allem aber, bei einer Verwahrung geht das Gericht davon aus, dass der Täter nicht therapierbar ist. Ja, Christina, jede Krankheit erfordert eine Therapie und die ist immer Aufwand. Immer. Das ist auch nichts Neues. Die Maßnahme der Verwahrung wird angetreten, nachdem der Gefangene seine Strafe verbüßt hat. Ihre Dauer ist unbegrenzt. Jedes Jahr wird geprüft, ob der Verurteilte entlassen werden kann. Dies ist jedoch sehr selten der Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass Fabrice A. das Gefängnis nie mehr verlassen wird. Ja. Warum also hat Adelines Familie Angst, dass Fabrice A. erneut zuschlagen könnte? Diese Angst ist sehr stark. Sie wird jedes Jahr größer, weil ich weiß, dass ihn bisher niemand im Griff hatte. Das ist ein außergewöhnlicher Manipulator. Der Beweis dafür ist. Also das ganze Argument mit Kosten lasse ich nicht gelten. Wir leben in einer Überschussgesellschaft. Wir können uns nur deswegen nichts leisten, weil die reichsten 1% keine Steuern zahlen. Es existiert kein Trickle-Down. Es gibt keine Kreislaufwirtschaft. Das System basiert darauf, dass wir permanent Fiat-Geld ins System stecken, was dann zu 98% in den Taschen der oberen 1% landen, die dann in irgendwas in Finanzprodukte stecken, von denen niemand was hat. Alle leben irgendwie am Grind, alle werden psychisch krank, es gibt irgendwie keine gesunde Solidargesellschaft und das hat nur mit dem Kapitalismus und dem Ausbeutersystem und der Entfremdung zu tun. Man braucht sich überhaupt hier gar nicht darum jetzt diskutieren sozusagen, dass jetzt einzelne kranke Individuen hier den Riesenschaden für die Gesellschaft verursachen. Das ist nicht das Problem. In einer Welt, die irgendwas mit Solidarität zu tun hätte und mit Menschenrechten zu tun hätte, hätten wir viel, viel weniger von diesen Psychos. Viel weniger. Ist, dass er wieder einen Skandal ausgelöst hat. Dieser Mann macht mir Angst. Am 16. Mai lässt eine Genfer Zeitung die Bombe platzen. Fabrice A. hat aus dem Gefängnis heraus erneut eine Frau belästigt. Eine Frau aus dem Hochsicherheitsgefängnis im Kanton Zug heraus belästigen. Wie ist das möglich? Im Frühjahr gibt Fabrice A. telefonisch eine Lebensmittelbestellung auf. In dem gelieferten Paket ist ein Werbeprospekt enthalten. Darin ist eine Verkäuferin abgebildet. Fabrice A. schafft es, sich die Kontaktdaten der jungen Frau zu beschaffen. Er schreibt ihr, ruft sie an. Er wird immer aufdringlicher. Als klar wird, wer der Stalker ist, informiert das Ladenpersonal die Polizei. Im Zuger Gefängnis erhält Fabrice A. lediglich einen Verweis. Er habe nicht gegen die Regeln verstoßen. Unter bestimmten Bedingungen habe auch ein Verwahrter nach Artikel 64 das Recht auf Telefon, Post und Internet. Dennoch, für die Angehörigen von Adeline ein weiterer Dolchstoß. Na sowas. Ich krieg ein Rät von jemandem, den ich nicht kenne. Auch nicht schlecht. Was ja based ist. Wir gucken hier jetzt noch ungefähr halbe Stunde lang
Doku zum Thema, wie gehen wir denn mit wirklich fiesen Gewalttätern um in einem Justizsystem, was wir vorfinden. Die komplette Diskussion über den freien Willen habt ihr gerade verpasst. Die habe ich jetzt mit meinem Chat schon geführt. Wir gucken jetzt hier einfach mal noch ein bisschen weiter, ne? Und nach dem Video übrigens geht's zu YouTube und wir machen alle die Videopremiere von meinem neuen Video. Zusammen. Also alle, die Bock haben natürlich. Ich zwinge ja keinen oder so. Dieser Kerl ist überhaupt nicht geheilt. Er hat sich null verändert. Das ist der Beweis dafür, dass man mit so jemandem nichts mehr anfangen kann. Man denkt, 10 Jahre können jemanden weichklopfen, aber nichts da. 20 Jahre, 30 Jahre. Ich habe das Gefühl, dass den nur das Alter ruhig stellen kann. Wenn sowas wieder passiert, wäre es, als ob man Adeline nochmals töten würde. Mhm. Das löst in mir eine Menge aus. Das ist nicht rational, aber so fühle ich. Richtig. Es ist nicht rational, aber er fühlt so. Das ist eine absolut korrekte Beschreibung. Tief in seinem Inneren ist Juan nicht wirklich erstaunt über das, was passiert ist. In seinem früheren Leben war er ebenfalls so. Was meinst du, mit Determinismus getackelt? Also, ich bin ja Physiker und demzufolge ist es eigentlich nicht überraschend, dass ich nicht an den freien Willen jetzt davon, dass ich davon nicht überzeugt bin. Sozialtherapeut im Gefängnis und in Kontakt mit einem gewissen. Aber wie gesagt, die Diskussion haben wir jetzt hier schon durch. Ich habe den Vortrag schon gehalten. Ich kannte ihn. Ein Jahr lang. Genau wie Adeline. Er war unser Klient, unser Patient. Man muss ihm weder böse sein, noch ihm verzeihen. Er ist so, wie er ist. Man muss ihn nur einsperren. Es gibt Gefangene, die darf man nie mehr freilassen. Es gibt sie tatsächlich, die Gefangenen, die nie mehr freikommen. Was ist die Wurzel aus Pi? Die Wurzel aus Pi ist das Integral über den reellen Zahlenraum von e hoch minus x Quadrat. Da kommt Wurzel Pi raus. Das ist eine meiner Lieblingssituationen im Studium gewesen, im dritten Semester in der Mathevorlesung. Ich fand die Rechnung so elegant, das habe ich mir für immer gemerkt, das hat sich eingeprägt. Für diese Schwerverbrecher mit gestörter Persönlichkeit ist der Artikel 64 Absatz 1 ein One-Way-Ticket zur endgültigen Wegsperrung. Die Gesellschaft soll vor ihnen geschützt werden. Für immer. Eine Männer-WG beim Znacht. Heute gibt es Dürüm. Für das Wochenendmenü sind Vorschläge willkommen. Also, danke, Raumschnitzel. Ja, den Determinismus-Vortrag habe ich natürlich in dem Sinne nicht gehalten. Da hast du natürlich recht, Nasenbohrer. Weil der ist trivial. Alle hier Anwesenden können einfach akzeptieren, dass ich als jemand, der von Kausalität überzeugt ist, logisch schlussfolgern kann, dass der freie Wille eine Illusion ist. Dafür brauchen wir nicht mal mein. Also das Modell fürs Bewusstsein und so, den Kram braucht man dafür nicht. Rhabarber haben wir im Garten, wenn wir sie brauchen. Es ist eine geschlossene Gesellschaft der besonderen Art. Eine WG für Verwahrte, die einzige in der Schweiz. Mhm. Die Justizvollzugsanstalt Solothurn. Im ehemaligen Direktorenhaus begann vor 3 Jahren das Pilotprojekt. 6 Verwahrte leben hier gemeinsam. Es sind schweizweit bekannte Fälle. Mhm. Ihre Taten? Brutal, skrupellos. Alle waren zuvor in anderen Anstalten, jahrzehntelang. Anders als im anderen Gefängnis. Glüngelbeutel, die Quantenmechanik sozusagen mit dem Zufall ist aus 2 Gründen Schwachsinn. Einmal, weil die quantenmechanischen Effekte wegen des Ehrenfest-Theorems sozusagen nicht zur Willensbildung beitragen können. Können sie nicht, wegen dem Kollaps der Wellenfunktion. Und zum anderen, wenn es echter Zufall wäre, dann wäre es kein Wille. Das, wo ich vorher war, da haben sie einen Spielsaal gehabt und da mussten die Kolonnen anstehen und da war alles zeitbeschränkt und so. Und hier ist das natürlich vom ganzen Aufbau her natürlich schon ein bisschen einfacher und viel ruhiger. Am Freitag kommt das Unwetter, pass auf.
Am Freitag? Ja, ja. Am Freitag fängt es an vom Gewittern und Stürmen. Also Gewitter sicher. Sturm weiß ich noch nicht. Verwahrt wird, wer eine schwere Gewalt- oder Sexualstraftat begeht und dazu als rückfallgefährdet und nicht therapierbar gilt. Ist die Haftstrafe verbüßt, bleibt der Täter hinter Gittern, zum Schutz der Gesellschaft. Was tun mit Menschen, die vielleicht ihr Leben lang im Gefängnis bleiben werden? Besuch bei Marcel, der eigentlich anders heißt. Ich bin schon bald schön solitär klicken. Im 4. Jahrhundert im Gefängnis. Ja. Und verurteilt sind er wegen was? Mord. Jeden Tag spielt Marcel sein Lieblingsspiel, solitär. Fuck, Alter. Er spielt immer dasselbe Level. Ich wäre der absolute, ich wäre mindestens Grandmaster-Niveau League of Legends, wenn ich jetzt irgendwie, also, ist doch klar, oder was? Internetzugang hat er nicht. Ach so, fuck, Alter, kein Internetzugang. Fuck. Na gut, dann müssen es halt alle Singleplayer-Games aller Zeiten sein. Oblivion, Skyrim, hier Red Dead Redemption und so, das muss man alles durchknüppeln. Und das ist es. Rückenschonend, neckenschonend Kopfküsse, wo mir hier meine Ecken stützen. Und dann kann ich mir da können. Oder Mathe studieren, das wäre auch was. Matratze kaufen, die ist breiter, die ist ab, die tut abfedern, die passt sich meinem Rücken an. Anschaffen darf er, was er selbst bezahlen kann. Solange dass der Weg noch frei ist für zum Bett oder so, wenn irgendetwas wäre. Weil ja, es kann ja sein, dass ich Herzinfarkt bekomme oder weiß nicht was alles. Auch seine Arbeit hinter Gittern darf Marcel mitbestimmen. Tag für Tag geht er auf Aschenbecherrunde. Mhm. Ich mache das noch gerne, da kommt schon. Das ist insofern ein interessantes Projekt, weil es sozusagen einen kleinen sozialen Kreislauf erzeugt, wo wieder sowas wie Gesellschaftsrollenspiel mäßig stattfinden kann, weil ja da echte Leute tätig sind, die Teil des Kreislaufs sind, ne? Mit scheinbar wenig Herrschaft sozusagen irgendwelche Zwangsvorgaben gemacht werden, außer ihr könnt euch nicht außerhalb dieses großen Behälters bewegen oder so. So, dass da drin eine relativ authentische Situation hergestellt wird und wenn das alles Gewaltstraftäter sind, ja gut. Die kommen alle miteinander klar, offensichtlich. Warum nur? Naja. Offensichtlich, weil sie ihre Reward-Systeme da nicht drin hacken können. Was auch immer sie angestellt haben oder warum sie da drin sind. Aber das ist interessant, ne? Ich meine, die Knasts in Norwegen und so und in Schweden, die sind ja auch übelst heftig. Das sind ja Luxushotels eigentlich. Wo ein Schwätzchen hier und ein Schwätzchen dort und dann ist das gut. Ja, genau. Es sind keine Frauen da. Es gibt sicher Zuschauer, die sagen, hey, das geht doch nicht. Dass Verwartung mehr Freiheiten haben und sich eben wohlfühlen. Ja, aber ja, das ist jetzt das grosse Thema, nicht wahr? Und ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich fühle mich so wohl und bin der Überzeugung, dass wenn wir unsere Strafe abgesessen haben, dass eigentlich ein bisschen Erleichterungen schon sollten sein. Doch welche Hafterleichterungen sollen Verwahrte haben? Auf diese Frage sucht unter anderem der Direktor der JVA Solothurn eine Antwort. Nach der Verbüßung der Strafe kommt etwas anderes, nämlich Verwahrung. Und Verwahrung heisst eigentlich nur, dass die Personen nicht in die Freiheit entlassen werden können. Es ist nicht als fair, wenn man hier irgendwo sagt, ja, mit euch wenigstens intern, nach wie vor in einem sicheren Rahmen, aber wir müssen wenigstens intern schauen, dass wir ein ganzes Angst-Setting aufbauen können. Ein Setting mit besonderen Privilegien. Die Männer waschen selbst, sie telefonieren, wann sie wollen. Sie kochen mit Messern und sie surfen unter Aufsicht im Internet. Auch einen Garten hat die WG. Ein idyllisches Leben. Das ergibt Sinn, ne? Das ergibt total Sinn und es wäre so geil, wenn es eine Gesellschaftsform gäbe, in der jeder einfach mal so leben kann, ne? Weil die Frage ist doch, warum, also
Es ist doch total witzig, dass wir ein Artefakt erzeugt haben, dass wir gerade irgendwie Gewaltstraftätern so ein Leben ermöglichen, aber anderen Leuten ermöglichen wir so ein Leben eben nicht. Die Frage muss man sich doch jetzt mal wirklich stellen. Warum eigentlich, ne? Witzig. Gefängnis. Das Zusammenleben gestaltet sich gut. Die Bewohner schätzen die WG sehr. Eine WG, in der 6 Schwerverbrecher zusammenleben. Na, weil die Wirkung erzielt. Die Wirkung ist erzielt. Wir haben hier irgendwelche Gewaltstraftäter und wir sind uns nicht sicher, dass sie nicht eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Deswegen haben wir sie da einfach dahinter eingesperrt. Und da richten sie keinen Schaden an der Gesellschaft an. Das ist alles, was das Justizsystem gewährleisten muss, ne? Das ist doch eigentlich, also, das bringt doch was. Und wahrscheinlich kostet das auch nicht so viel, wenn man da nicht permanent 80 Leute beschäftigt, die da die ganze Zeit hingucken, dass die auch bloß nicht daneben scheißen. Das beweist ja auch, dass das nicht nur Unmenschen sind. Dürfen wir reinkommen? Natürlich. Das ist euer Zimmer? Ja. Das ist mein kleines Zimmer, das ich habe. Hier sehen wir hier die Aussicht. Gerade auf den Weg. Wo ich hier immer wieder Spaziergänger, Velofahrer sehe. Also, als ich hier gekommen bin, habe ich noch gesagt, wow. Was ist das hier? Und für mich sind das einfach zwei Welten. Ich war in verschiedenen Anstalten. Und man merkt dadurch, dass man einfach immer eingeschränkt und dass die Hausordnungen einfach zu restriktiv sind. Seit mehr als 30 Jahren lebt Marcel hinter Gittern. Ich mag Musik, ich mag Radio, Nachrichten. Ich muss einfach informiert sein. Ich habe zwar keinen Fernseher, aber das heisst nicht, dass ich nicht informiert bin. Und der Fernseher, wir haben oben im gemeinsamen Wohnbereich einen gemeinsamen Fernseher und dort tue ich benutzen. Er weiß, wie umstritten seine Freiheiten sind. Wir haben nicht das Gefühl, die Gesellschaft will das auch, dass man sagt, hey, Leute, die zum Beispiel Mord begangen haben, die sollen es nicht noch schön haben. Das kann ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Das ist ganz klar. Ich habe einen Mord begangen. Ich habe jemand anderen das Leben genommen. Ich habe eine Strafe bekommen, 16 Jahre, ambulante Therapie, wo ich erstinstanzlich akzeptiert haben. Ich hatte 16 Jahre hinter mir, ohne Vollzugslockerungen, pur. Vor 2 Jahren erkämpfte sich Marcel mit einer Beschwerde seinen Platz in der WG. Das Bundesgericht entschied zudem, der Kanton müsse prüfen, ob seine Verwahrung in anderen Gefängnissen vorher menschenrechtskonform war. Ein wegweisender Entscheid für die Schweiz. Ja, guten Morgen. In die Montage, bitte. Dankeschön. Marcel verbringt Teile des Tages zusammen mit anderen Verwahrten, die nicht in der WG wohnen. Nach dem Umziehen geht's an die Arbeit. Findet ihr alle Verwahrten, sollten so eine Abteilung wie ihr jetzt? Jetzt kriege ich hier noch mehr Rätsel. Stefan, was ist da los? Danke für den Rät. Wir gucken hier noch ungefähr, ein bisschen was über eine halbe Stunde Doku über Justizsystem. Wie sollten wir mit Schwerstraftätern und so, Gewaltstraftätern umgehen und so? Auf eine Art und Weise, die vielleicht ethisch vertretbar ist und so. Und das machen wir jetzt erstmal. Und danach machen wir lustige YouTube-Hacking-Situationen. Und alle gucken sich, die wollen mit mir zusammen eine YouTube-Videopremiere von meinem neuen Video an. Das ist der Plan. Aber erstmal danke für den Rat, Schatzi. Ja, weil ich denke, dort allein schon wegen der Gleichbehandlung müsste das sein. Weil es kann nicht sein, dort, dass die einen das haben und die anderen haben es nicht. Es ist noch lange nicht jeder verwahrte Insasse in der Lage, in einer solchen WG sich zu bewähren. Also es wird immer Verwahrte geben, die im Strafvollzug in einem solchen Setting aus Sicherheitsüberlegungen müssen bleiben müssen, weil sie sich im sozialen Gefüge nicht können bewegen können, weil sie immer wieder aggressiv sind, provokativ sind, auch gegenüber den anderen Insassen. Also man wird nie ein Konzept finden, das für alle Verwahrte passen wird.
Ne? Also im Moment ist sozusagen das Empörungsmoment, weil wir gerade gesehen haben, wie die da verwahrt werden, nachdem sie ihre Strafe abgesessen haben, in Sicherheitsverwahrung. Und das ist so eine Art cooles Ferienlager. Ne? Und ich finde es erstaunlich, dass sie als Gegenbeispiel nicht, also oder als weiteres Beispiel nicht noch nur mal erwähnen, dass in Skandinavien die Kneste eigentlich alle so super Luxushotels sind, weil das ja auch oft Empörung auslöst. Ne? In der WG kostet fast 600 Franken pro Tag. Das ist doppelt so viel wie im normalen Strafvollzug. Warum? Das hat etwas mit. Der Titel von meinem Video heißt, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, aber es geht auf jeden Fall um das Aftermath von meinem Talk, von meinem linke Macker-Talk. Also ich habe zwei Videos gemacht und das erste kommt heute. Es geht um meine Erkenntnisse, die ich jetzt in den letzten Tagen darüber gehabt habe. Mit der Größe von der Wohngruppe zu tun, das sind sechs Plätze. Und wenn man das natürlich im Ganzen ja, die Strafe ist verbüßt, aber das Problem ist doch, sie können nicht sicherstellen, dass diese Gewalttäter nicht eine Gefahr für die Gesellschaft sind. Die ganze Sicherheitspersonal, nachher der Betreuungsschlüssel. Wenn man das alles anschaut, wird das halt einfach teurer. Du häkelst immer auf einer Stelle. Ich weiß. Aber du weißt, ich schäme mich jetzt gerade gar nicht. Nein. Muss ja nicht. Ich habe gemerkt, dass ich die falschen Hosen anhabe, aber das macht ja nichts. Ja, ich kann waschen. Ja, ja. Ein Inhaftierter, auch ein Verwahrter, bleibt ein Mensch und der Rechtsstaat muss ihn als Menschen behandeln. Benjamin Bregger ist einer der führenden Schweizer Experten für den Strafvollzug. Ganz genau, Nachtschmied. Es gibt keinen Sinn, Leuten ein möglichst würdeloses Leben zu gewähren. Ne? Nur in einem System, in dem du auf moralische Art und Weise rechtfertigst, dass jemand böse ist und du ihn bestrafen möchtest mit seinem Leben. Das ist typisch christliche abendländische Kultur, ne? Das ist, aber das ist nur gerechtfertigt durch diesen Effekt, von dem ich erzählt habe, ne? Wenn wir beobachten, dass jemand bestraft wird, von dem wir glauben, dass er böse ist, dann kickt bei uns das Dopamin. Rachegefühle lassen bei uns Dopamin ausschütten. Und diesen Trieb wird sozusagen nachgegangen und dann wird im Nachhinein eine moralische Geschichte darüber erfunden, wie moralisch das jetzt ist, Leute zu quälen für den Rest ihres Lebens oder so. Der Rechtsstaat ist der Auffassung, dass du gefährlich bist. Du bist im Gefängnis verwahrt und wirst dort bleiben. Aber trotzdem bist du ein Mensch, der Rechte hat. Und eines davon sind Lebensbedingungen, die an eine so lange Haftzeit anzupassen sind. Nur wenige Verwahrte kommen je wieder auf freien Fuß, auch in der JVA Solothurn. Dennoch geben einige Insassen ihre Hoffnung nicht auf. Ja, die Hoffnung habe ich nach wie vor und auch den Glauben daran, weil es für mich einfach existenziell ist. Existenziell in dem Sinn, dass auch meine Familie, vor allem meine Mutter, daran glaubt und ich einfach am Ball muss bleiben dort und eventuell eben über Vollzugslockerungen und dann bedingt die Entlassung, dass ich rauskomme. Zurück zum Verwahrten auf Aschenbecher-Tour. Seine Vollzugsbehörde prüfte ihn, in eine offene Anstalt zu verlegen. Doch sie kam zum Schluss, dass er dort überfordert wäre. Wir haben das Gefühl, er bleibe da drinnen bis... Ja, das habe ich wirklich im Sinn. Also Baba hat gesagt, ich habe ein Buch geschrieben. Ja, das ist korrekt. Das kommt am 1. März raus. Und ich werde Baba ein Exemplar rüberschicken. Weil ich lieb bin. Außerdem habe ich ja einen Bildungsauftrag und ich möchte den natürlich so weit wie möglich spreaden. Ich bilde mir nämlich ein, dass ich allen was erklären kann mit dem Buch. Auch Baba. Ja, das kriegt er, das Buch. So, wenn nichts Gravierendes passiert oder nicht irgendein Wunder passiert oder weiß nicht was, aber ich bin zufrieden da. Es geht in dem Buch um alles. Ich leite alles aus einem physikalischen Prinzip her. Alle Beobachtungen, die wir haben, die komplette Gesellschaft, alle Missstände, die wir beobachten können, warum sie da sind, ich erkläre es. Ohne das Modell der bösen Absicht übrigens, das erkläre ich auch.
Und dann begründe ich darauf die Utopie. Also wie man jetzt vorgehen müsste, wenn man das Wissen jetzt hat und so. Wie es geht, prinzipiell. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Tage auf Zigarettenrunde. Es macht euch keine Angst, wenn ihr daran denkt, hier vielleicht zu sterben? Nein, absolut nicht. Theoretisch könnte auch der Mörder von Adeline in einigen Jahren in eine solche WG kannst du im Buchhandel kaufen, wenn es draußen ist. ISBN, in ganz der normal. Schweiz gibt es unter rund 7000 Inhaftierten etwa 150 Verwahrte, die als nicht therapierbar eingestuft werden. Mörder, Vergewaltiger. Zu ihnen gehört auch Fabrice A. Die Familie von Adeline macht sich große Sorgen. Der Titel ist noch nicht bekannt, aber ihr werdet das dann erfahren. Ein intelligenter Mann. Und er wird es schaffen, wieder herauszukommen. Niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen. Ja, ich beantworte alles auf so eine Art, wie soll ich sagen, vulgärmorphischer Art. Ich habe ja in den letzten Jahren, in denen ich meinen YouTube-Kanal habe, viele Erkenntnisse gehabt. Und ich bilde mir ein, ich kann jetzt was beitragen. Ich habe jetzt genug Erkenntnisse, um was beitragen zu können. Tatsächlich könnte Adelines Mutter recht haben. Theoretisch könnte Fabrice A. wieder freigelassen werden. Tatsache ist jedoch, ja, dass die Freilassung so könnte man's nennen, heute kaum mehr vorkommt. Martin ist eine Ausnahme. Aus der Verwahrung in die Freiheit. Er weiß, dass seine Aussagen schockieren und seine Freilassung beunruhigt. Ich wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Mehrere Vergewaltigungen. In erster Instanz habe ich 18 Jahre bekommen. Am Ende waren es dann 12 Jahre und ein Artikel 64. Gefährlichkeit, Rückfälligkeit, schlechte Prognose. Alle Warnlampen stehen zum Zeitpunkt seiner Verurteilung auf Rot. Martins Störungen sind tiefgreifend und sie haben einen Namen. Narzisstische Perversion. Tendenz Borderline. Im Grunde genommen ist es das. Das ist keine Krankheit, die man mit Medikamenten behandeln kann. Das ist eine psychische Störung, eine tiefgreifende Persönlichkeitsstörung. Martin hat sich nie gegen Therapien gesträubt, im Gegenteil. Ich habe an allen Therapien teilgenommen. Man muss dazu sagen, dass es mir in der ersten Zeit nicht so gut ging. Im Gefängnis geht es einem nie gut. Aber ich musste erst einmal aufwachen aus dem, was ich getan hatte. Man muss schon ziemlich an sich arbeiten und sich bewusst sein, dass es ein langer Weg wird. Gefängnis hin oder her. Im Gefängnis arbeitet Martin über die Jahre hinweg an sich selbst. Die Ärzte beurteilen ihn regelmäßig und ändern schließlich ihre Einschätzung. Martins Persönlichkeitsstörung kann stabilisiert werden. Seine Gefährlichkeit und das Rückfallrisiko nehmen ab. Nach einer gerichtlichen Überprüfung wird die Verwahrung nach Artikel 64 auf Artikel 59 umgewandelt. Das ändert alles. Zumindest zunächst. Der Artikel 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs betrifft die stationären therapeutischen Maßnahmen von psychisch gestörten Straftätern. Ich werde auf keinen Fall mein Buch aufnehmen. Dafür bin ich viel zu faul zu. Das muss jemand anders einlesen. Aber wenn Baba das einlesen würde, wäre es richtig witzig, ja, weil auf diesen Dialekt fahre ich ja voll ab. Der Täter muss ein schweres Verbrechen begangen haben, das mit der psychischen Störung im Zusammenhang steht. Und es muss ein Rückfallrisiko bestehen. Im Gegensatz zu Artikel 64 der Verwahrung muss die verurteilte Person jedoch therapierbar sein. Eine Umstufung von Artikel 64 auf 59 ist selten. Es mag wie ein kleiner Schritt aussehen, aber es ist ein riesiger Erfolg, wenn man es schafft, einen Richter dazu zu bringen, einen Artikel 64 in einen Artikel 59 umzuwandeln. Das ist sehr schwierig. Die Hürde ist sehr hoch. Es ist machbar, aber sehr selten.
Certainement pas pour tous. Nach langen Jahren der Inhaftierung beginnt Martin von einem Leben ohne Gitterstäbe zu träumen. Er ist nur wenige Schritte davon entfernt. Seine psychiatrischen Beurteilungen sind ermutigend. Dann geschieht das Unvorstellbare. Fabrice A. tötet Adeline. Die Politik und die Strafvollzugsbehörden ziehen sofort die Schrauben an. Mhm. Bonjour, comment ça va? Die begleiteten Ausgänge der Häftlinge werden ausgesetzt, ebenso die bedingten Freilassungen. Martin ist zu diesem Zeitpunkt seit fast 15 Jahren inhaftiert. Sein neuer Lebensentwurf gerät ins Wanken. Ja. Sein Anwalt kritisiert. Der tragische Fall Adeline hat die Gerichts- und Verwaltungslandschaft völlig verändert. Ein Problem, ja. Es gibt ein Vor dieser Tragödie und ein Danach. Was Martin betrifft, hat er seine Strafe abgesessen. Die Verwahrung wurde zugunsten einer stationären therapeutischen Maßnahme aufgehoben. Und dann, so viele Jahre nach seiner Tat, für die er verurteilt und bestraft wurde, steht er immer noch unter Maßnahmen, auch wenn diese in den letzten Jahren Schritt für Schritt gelockert wurden. Aber 27 Jahre, so viele Jahre, das ist enorm. Die durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach einem Artikel 59 oder 64 ist in den letzten 15 Jahren erheblich angestiegen. Seit er den Strafvollzug beobachtet, hat Benjamin Bregger erlebt, wie sich die Prioritäten verändert haben. Heute geht es mehr um die Sicherheit und die Vermeidung eines Rückfalls. Man will das Risikopotenzial bei einer Freilassung besser einschätzen. Mhm. Es wird sehr genau abgeguckt. Und Spoiler, es kann niemals perfekt sein und es wird Rückfälle geben. Das weiß man jetzt schon. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Frage ist, wie geht man damit um? Ne? Ob ein Täter weiter gefährlich ist und wieder ein Verbrechen begehen könnte. Die Vollzugsbehörden waren früher vielleicht ein wenig lasch. Dafür sind sie heute ziemlich streng, vielleicht sogar ein bisschen zu streng. Heute werden mehr therapeutische Maßnahmen im Sinne von Artikel 59 ausgesprochen als früher. Es ist, als würde die Psychiatrie der Justiz zur Hilfe eilen. Um einen Menschen, der das Gesetz missachtet, zu neutralisieren, erklärt man ihn für verrückt. Um uns Sicherheit zu geben, ist es besser zu denken, dass das Mad vorherrscht. Dass Wahnsinn hinter einer Tat steckt. Mhm, genau. Aber oft ist... Das ist gut, dass er das so sagt. Ne? Sicherheit. Es gibt uns Sicherheit, von bestimmten Identitäten auszugehen, dass die existieren. Stereotype und... Die stabilisieren sozusagen ein gewisses Verhältnis von uns zur Welt. Das gibt uns Sicherheit. Und es ist total einfach, sozusagen zu sagen, es gibt da böse Menschen und die sind böse. Das gibt uns auch Sicherheit in dem Sinne. Weil wir dann einfach in einer einfacheren Welt leben. Es ist viel schwieriger, damit umzugehen, dass das halt Schwachsinn ist, dass es das nicht gibt. Ist das nicht der Fall? Man fragt sich, gibt es Bosheit auch ohne Wahnsinn? Deshalb haben die therapeutischen Maßnahmen in den letzten 3 Jahrzehnten so zugenommen. 1984 befanden sich 13 Personen mit psychischen Störungen nach Artikel 59 im Maßnahmenvollzug. Heute sind es laut den Zahlen des Bundesamts für Statistik über 700. Wenn das so weitergeht, werden wir in ein paar Jahren mehr als 2000 Personen im Maßnahmenvollzug haben. Das kann nicht die Lösung sein. Wir sollten mit den heutigen Instrumenten in der Lage sein zu sehen, ob jemand wirklich gefährlich ist und keine Fortschritte macht, oder ob man ihn oder sie zurück in die Freiheit begleiten kann. Wir brauchen eine neue Kultur des Vertrauens. Kein naives Vertrauen, sondern ein wohlüberlegtes Vertrauen. Eine Sanktion, die kein Ende nimmt. Artikel 59 hat einen Spitznamen, die kleine Verwahrung. Gegen sie wehrt sich die Genfer Anwältin Yael Hayat. Glauben Sie denn, dass die Kriminellen von gestern komplett anders sind als die Kriminellen von heute? Es ist unser Blick, der sich verändert hat. Verbrechen hat es immer gegeben, aber unser Blick auf die Menschen hat sich mit der Zeit verändert. Mhm.
Ich bringe dieses Argument auch immer, wenn es um Kleinkinder geht. Ne? Bei Kleinkindern, denen sprechen wir ja ihren freien Willen ab. Ne? Wir sagen, ja, die Eltern sind schuld. Oder wir sagen, wir haben verstanden, warum das kleine Kind das gemacht hat. Aber durch Zauberhand, ab einem konkreten Tag im Leben dieses Kindes, auf einmal hat es einen freien Willen. Ne? Das ist gelinde gesagt inkonsistent. Aber ja. Ich verstehe natürlich, dass es Fälle gibt, die um uns herum Angst und Terror verbreitet haben. Die Maßnahmen, die daraufhin im Strafvollzug ergriffen wurden, sind eine Antwort darauf. Und ganz offensichtlich vor allem von Angst gesteuert. Man muss sich also eine wichtige Frage stellen. Ist es richtig, dass die Behörden als Konsequenz gewisser Fälle Urteile fällen, die mehr von Emotionen als von der Vernunft geleitet werden? Für Martin besteht kein Zweifel. Er musste für diese Politik bezahlen. Für mich ist das eine direkte Konsequenz aus dem Fall Adeline. Mhm. Eine Art Übereifer, um die Bevölkerung zu beruhigen. Ja. Man sagt den Leuten sozusagen, schaut, die lassen wir nicht mehr raus. Seit Ende Dezember ist Martin von seinen Maßnahmen befreit und auf freiem Fuß. Fühlt er sich vor einem Rückfall sicher? Der Martin, der immerhin Persönlichkeitsstörungen hatte, er wird sicherlich sein ganzes Leben lang damit zu tun haben. Er wird damit leben müssen. Das wird nicht völlig verschwinden. Aber er hat über die Jahre gelernt, zumindest herauszufinden und in Worte zu fassen, warum er so ist, warum er diese Persönlichkeitsstörungen hat. Deshalb würde ich sagen, er ist ziemlich geläutert. Der alte Martin ist sehr geschwächt. Ich glaube, so kann man das sagen. Martin hatte viele Jahre Zeit zum Nachdenken. Man muss schon sagen, eine Therapie ist etwas Egoistisches. Etwas, das man vor allem für sich selbst und erst danach für andere macht. Klar. Aber man denkt dabei immer an die Opfer. In meinem Leben und im Leben der Opfer ist etwas Schlimmes passiert, das nicht wieder gut gemacht werden kann. Welches Trimmer kriegst du noch? Also Imp werde ich eins schicken? Nur weil ich eine Therapie mache, heißt das nicht, dass sich die Opfer besser fühlen. Keine Ahnung. Sicher noch Sein andere. Sein Anwalt begleitet Martin schon seit Prozessbeginn. Kritiker Infinity Boys? Ich bin überzeugt, dass Martin nicht rückfällig werden wird. Seine psychotherapeutische Arbeit und seine Schritte zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft waren beispielhaft. Er hat einen außergewöhnlichen Willen und ich bin davon überzeugt, er schafft das. Überzeugung allein wird nicht reichen. Was ist, wenn Martin, wie andere vor ihm, erneut eine Straftat begeht? Erneut vergewaltigt. Wer wäre verantwortlich? Der Richter, der über die Entlassung entschieden hat? Oder die Psychiater mit positiven Gutachten? Irgendwann muss jemand seine Unterschrift setzen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Es gibt einen Punkt, an dem es getan werden muss. Das ist zwar immer Teamarbeit, aber einer muss am Ende die Verantwortung übernehmen. Das ist eine schwer zu übernehmende Verantwortung. Die Angst vor den Konsequenzen. Und die Angst vor den Medien, wenn die Dinge dann schiefgehen sollten. Dramen über Rückfälligkeit von Straftätern findet man schnell. Aber wer interessiert sich für erfolgreiche Wiedereingliederungen? Der Genfer Psychiater weiß, dass es sie gibt. Er ist der medizinische Leiter der Strafvollzugsanstalt Kurabiens. Also, die Anstalt das Ende wurde ist sehr kurz nach dem tragischen Tod aber von Adeline eingeweiht. Das ist nicht das Ziel des Buches. Und ist die einzige gesicherte forensisch-psychiatrische Maßnahmenstation in der Westschweiz. In den rund 90 das Ziel Plätzen des Buches werden ist nicht, speziell euch eine gute Stimmung Straftäter mit psychischen Störungen untergebracht. Das Ziel des Buches ist, dass Leute verstehen, wie die Welt funktioniert. Oder wie ich glaube, dass die Welt funktioniert. Und das bilde ich mit dem Buch ab.
auf möglichst exakte und präzise Art und Weise und versuche so wenig wie möglich meinen Schwarz-Weiß-Duktus aus meinen Videos zu übernehmen, sondern ich habe mich halt hingesetzt und mir Mühe gegeben. Sie sind im Gefängnis und in intensiver therapeutischer Betreuung. Jedes Jahr verlassen 30 bis 40 von ihnen Kurabilis in die Freiheit. Sie sind stabilisiert und können, so die Gutachten, in der Gesellschaft erneut funktionieren. Mischa ist einer von ihnen. Er hat seine Strafe verbüßt und ist wieder auf freiem Fuß. Kurabilis hat mein Leben gerettet. Ich bin zufrieden. Ich bin glücklich. Und ich fühle mich schon viel freier. Nein, Buchtitel und Cover ist noch nicht bekannt. Meine neuen Lebensprojekte. Das müssen wir mal in einem Biersturm klären, in einem abendlichen. Der Verlag Mischa und ich. Mischa hat die letzten 2 Jahre in der Haftanstalt Kurabilis verbracht. Vorher lebte er in einer Beziehung, ging seiner Arbeit nach. Aber in seinem Kopf herrschte Chaos. Und immer wieder entstand aus dem Chaos das Verbrechen. Ich hatte Wahnvorstellungen und fühlte mich verfolgt. Kommunikation war für mich manchmal unmöglich. Dazu kamen psychoaffektive Störungen, Stimmungsschwankungen in Verbindung mit psychotischen Zuständen. Eines Tages war ich in einem solchen Zustand und habe meine Freundin angegriffen. Ich hörte Stimmen, die mir befahlen, meine Freundin zu töten. Ich habe zwar versucht, mich dagegen zu wehren, aber am Ende bin ich zur Tat geschritten. Ich habe ihr mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und dann versucht, sie zu erwürgen. Sie hat mich angefleht, aufzuhören. Da habe ich eingehalten und einen Krankenwagen für sie und die Polizei für mich gerufen. Zum Zeitpunkt der Tat ist Mischa 31 Jahre alt. Für den versuchten Mord wird er zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe und einer Maßnahme gemäß Artikel 59 verurteilt. Er gilt als gut therapierbar. Nach einigen Monaten in einem Genfer Gefängnis kommt er in eine Zelle von Kurabilis. Dort beginnt seine Arbeit an sich selbst. Einer der Hauptfaktoren war das gegenseitige Vertrauen zwischen mir und meinen Betreuern. Das hat es ermöglicht, auch sehr schwierige Themen anzugehen. Wir haben viel Wissen über meine Krankheit ausgetauscht und daran gearbeitet, meine auseinandergebrochene Persönlichkeit zu flicken. Ja, also was hier deutlich wird, ist sozusagen, man kann sich vor der Arbeit nicht irgendwie, man kann da nicht drum rum. Es muss Arbeit geleistet werden. Und kranke Leute brauchen mehr Arbeit, ist doch klar. Hallo, Ludolf Konspirenzi. Es geht hier noch ein bisschen um Straftäter, aber nicht mehr lange. Der Stream ist gleich bald zu Ende. Wir haben auch an meiner Suchtproblematik gearbeitet. Wir haben verstanden, dass sich Alkohol oft gegen Angst und Einsamkeit... Besser, das Buch will nicht, so wissensdiktatormäßig rumkommen, sondern ich habe eine einzige Idee und die wird konsequent zu Ende gedacht. Es ist mehr eine Art Theorie. Um Wissen geht es bei dem Buch nicht wirklich. Ich konsumiert habe und Cannabis gegen meine Phobie. Es ist ein Weltmodell. Das ist was anderes. Le Cannabis, c'était contre les phobies. Wir haben auch viel über meine Familie und meine Freunde gesprochen. So konnte ich nach und nach die Beziehungen zu ihnen wieder aufbauen. Mischa hat sich mit dem Leiden seines Opfers, seiner ehemaligen Lebensgefährtin, auseinandergesetzt. Sie hatte traumatische Erlebnisse mit mir. Der Höhepunkt war natürlich meine Tochter. Ludolf, danach gehen wir alle auf YouTube und gucken Live-Premiere von meinem neuen YouTube-Video im Chat. Was ich hier angetan habe. Also ich bin dann im Chat. Insbesondere natürlich, dass ich versucht habe, sie zu töten. Das hinterlässt Spuren für das ganze Leben. Hier schon mal der Link. Es motiviert mich, auf mich selbst aufzupassen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Das, was passiert ist, ist eine Lektion für mich.
Ich weiß heute, in welchen Situationen es gefährlich werden könnte. À quel stade ça pourrait être dégradé et à quel stade ça pourrait être dangereux. Seit dem Interview hat Micha die Schweiz mit dem Einverständnis seiner Ärzte und der Gefängnisbehörden verlassen. Mhm. Er lebt im Ausland, hat eine Arbeit und eine Wohnung gefunden. Okay. Für seine Krankheit nimmt er Medikamente. Fühlt er sich geheilt? Je préfère le mot stable, donc je suis stable. Ça restera stable. Ich bevorzuge das Wort stabil. Man könnte sagen, dass ich stabil bin, wenn ich meine Medikamente nehme und einen gesunden Lebensstil beibehalte. Ich betrachte es so, wie wenn ich eine chronische Krankheit hätte, wie Diabetes, wo eine langfristige medikamentöse Behandlung notwendig ist. Schröck, diese Doku wäre interessant, wenn du die rumliegen hast. Dann poste die mal im Discord, bitte. Artikel 59, Artikel 64 Absatz 1. Die Skandinavier sind ja auf jeden Fall maximal based, was das angeht. Keiner der beiden bietet in den Augen von Adelins Angehörigen genügend Schutz vor dem Mörder ihrer Tochter. Ihre Hoffnung zum Zeitpunkt des Prozesses gegen Fabrice A. lag auf Artikel 64 Absatz 1 bis, der lebenslänglichen Verwahrung. Hallo Paste. Sie ist die strengste Maßnahme des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Urlaub und vorzeitige Haftentlassung sind hier ausgeschlossen. Eingeführt wurde die lebenslängliche Verwahrung 2004 im Rahmen einer Volksinitiative. Diese Maßnahme wird von vielen Juristen als menschenrechtswidrig angesehen. Bisher wurde sie nur ein einziges Mal angewendet. Das ist eine so extreme Maßnahme, dass sie jedes Recht auf Hoffnung nimmt. Das heißt, was immer auch der Häftling unternimmt, um an sich zu arbeiten. Es gibt keine Aussicht auf Vergebung. Eine lebenslängliche Verwahrung bedeutet, dass man jemanden quasi in die Todeszelle steckt, weil er nichts mehr vom Leben zu erwarten hat. Ihm das Recht auf Hoffnung zu nehmen, bedeutet in gewisser Weise, ihm den Tod einzuhauchen. Mhm. Soll man auf die Barbarei eines Verbrechens mit der Barbarei einer Bestrafung antworten? Das ist die Frage. Frick, übrigens auf deine Frage zu antworten, nee, fällt mir gerade nichts ein. Unsere Tochter wurde zu lebenslänglich verurteilt. Mehr Geld halt, ne? Und dann Norwegen halt. Hätte noch 50 Jahre Mutter sein können. Unserer Tochter wurden also 50 Jahre mit ihr genommen. Das ist auch ein lebenslänglich. Das Leiden von mir, von Adelines Eltern und Geschwistern ist lebenslänglich. Bei ihm weiß man das nicht. Adeline wurde vor 10 Jahren ermordet. 10 Jahre, in denen ihre Angehörigen Tag für Tag den Verlust spüren. Und eine große Angst. Er hat keine lebenslängliche Verwahrung. Das heißt, dass er ab 15 Jahren Haft alle 2 Jahre neu beurteilt wird. Als Manipulator wird er Einfluss auf seine Umgebung ausüben. Besonders, wenn vergessen geht, was er getan hat. Ich kann nicht in Frieden sterben im Bewusstsein, dass er eines Tages erneut unserer Familie oder anderen Menschen Schaden zufügen kann. Das macht mir so viel Angst, dass ich nicht in Frieden sterben kann. Die denken übrigens auf jeden Fall, die glauben, die sind überzeugt vom puren Bösen und so, ne? Korrekt. Konservative machen Volksinitiativen für das Quälen von Menschen. Ja, das tun sie. Das ist ihnen wirklich wichtig. Da liegt ihnen was dran. So, Leute. Ihr kennt Ace. Nein. So.
Also. Ich poste hier mal noch, nochmal den Link. Test. 45 geht die Premiere los. Das heißt, wir können jetzt noch ein bisschen nachdenken über, wie könnte man jetzt sozusagen den Knast besser machen. Also, ich denke, ohne Investitionen sozusagen und Geldspritzen kriegt man das nicht hin, ne? Das ist nicht drin. Aber ja, das Konzept in den skandinavischen Ländern ist natürlich schon am besten, ne? Weil, wie gesagt, wenn du Leute bestrafst, verstehen sie ja gar nicht, was sie getan haben. Sie werden niemals resozialisiert, wenn du sie einfach nur bestrafst. Resozialisierung bedeutet, sie müssen da durchgehen, dass sie durch den Prozess durchgehen, dass sie verstehen, was sie da getan haben und warum das scheiße ist. Das wird in unserem aktuellen Rechtssystem ja gar nicht gewährleistet. Ja, und Robert Sapolsky hat ja dieses, das beschrieben, dass sozusagen das sich bei den Opfern zu rechtfertigen oder zu erklären, was man getan hat. Es muss keine Rechtfertigung sein. Das bringt viel mehr. Ne? Und ja, die Knäste kosten übelst viel Kohle. Also da darf man sich nichts vormachen. Das Justizsystem, da habe ich ja jetzt diese zwei Videos letztens gemacht dazu, ist extrem ineffizient und eigentlich nur ein schlechter Witz. So ist es.